ZDB engagiert sich bei der Open Mentoring Lounge eigentlich aus zwei Gründen. Einerseits versuchen wir natürlich immer wieder und eigentlich durchs Jahr hinweg gute Leute zu finden für ZDB, die sowohl während ihres Studiums schon Berufserfahrungen in der Beratung für Financial Services sammeln wollen, andererseits natürlich auch Direkteinsteiger, die also mit ihren Studien fertig sind und als Berater einsteigen möchten. Andererseits sind wir sehr verwurzelt mit den Universitäten, sowohl an der LMU als auch an anderen Standorten, aus dem Grunde, dass wir von zwei Professoren gegründet worden sind und eigentlich unseren Campus Spirit, den wir vor über 22 Jahren gegründet haben, letztendlich fortführen möchten. Uns geht es in erster Linie darum, ZDB bekannt zu machen bei den Studierenden und uns als attraktiven Arbeitgeber natürlich zu präsentieren. Und natürlich wäre schön, wenn ein, zwei Praktikanten oder auch eine Festanstellung natürlich dabei rumkommt, aber das steht eigentlich nicht so wirklich im Fokus von uns, sondern eher in Kontakt kommen mit jungen, intelligenten Leuten. Ein Student, der bei ZDB einsteigen möchte, als Praktikant zum Beispiel, der muss natürlich eine hohe Motivation mitbringen. Die Beratungswelt ist natürlich eine Welt, in der man viel und lange arbeitet, dann muss man mittlerweile, glaube ich, auch den Studenten nichts mehr vormachen. Andererseits muss man eine Motivation haben, die letztendlich aussagt, warum er denn beim eine Beratung arbeiten möchte, die sich auf Finanzdienstleister spezialisiert hat. Und drittens natürlich muss es kulturell passen. Also wir suchen halt keine Leute mit irgendwie aufgeblasenen Egos, sondern Leute, die irgendwie sich in Fachthemen einarbeiten wollen und letztendlich auf dem Boden geblieben sind. Ich erwarte mir von der Teilnahme hier bei der Open Mentoring Lounge, in Kontakt zu kommen mit auch interdisziplinären jungen Studenten. Das hat den Hintergrund, dass wir sonst eigentlich immer Finanz- und Banking-Studenten suchen, die sich auf die Schwerpunkte spezialisiert haben. Wir aber auch immer mehr einfach das Interdisziplinäre entdecken für uns selbst als Unternehmen. Und deshalb versuchen wir auch dahingehend unsere Veranstaltung ein bisschen da hinzulenken, dass wir immer mehr Leute auch von anderen Studienschwerpunkten finden.